So, willkommen zurück zur 60 Bar 6. Megan ist zurück, sie ist durchgedreht. Wir sind hungrig, Bronco ist tot und der Russe steht bei uns in der Kapsel. Mal gucken, ob wir ihn vertreiben können. Wir beenden mal den Tag. Tag 65. Du hast dich entschieden, dass die beste Waffe gegen Angreifer ein bezauberndes Lächeln sei. Und es war wirklich bezaubernd. Du bist dir ins Gesicht geschlagen wurde und du das Bewusstsein verloren hast. Richtig so. Lauft besser, ihr Kommis. Wir konnten dieses Mal bla bla bla, Kommunismus, ja. Schau dich an, Captain. Du bist fit wie ein Turnschuh. Megan ist weiterhin wahnsinnig. Megan bleibt dir gegenüber loyal. Recycling abgeschlossen. Feuerzeug wurde in Chemikalien umgewandelt. Megan hat sich ausgeruht. Megan ist ziemlich hungrig. Okay. Wir warten mal mit dem Essen noch. Wir produzieren aber mal eine Sockenpuppe für Megan. So, weiter geht's. Entscheidung. Captain, wach auf. Draußen ist jemand. Es ist Dumbo, wie der Roboter mit dem gebrochenen Herzen. Seine Augen leuchten aufgeregt, als du nach draußen kommst. Und er zeigt auf etwas hinter dir. Du drehst dich um und bist schockiert. Dein Schiff ist repariert. Voller Trauer. Was, mein Schiff ist repariert? Voller Trauer, weil er Stellas Zuneigung verloren hat, hat sich Dumbo in den letzten Nächten damit abgelenkt, dein kaputtes Raumschiff nach und nach aufzubessern. Die Veränderungen waren für sich genommen so geringfügig, dass du sie bis zur Fertigstellung gar nicht bemerkt hast, aber er hat all das nicht nur aus reiner Güte zu seiner Güte seines elektronischen Herzens getan. Er macht sich noch immer Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft mit Stella. Er hat von einem weit entfernten Planeten gehört, dessen Technologie deutlich fortschrittlicher ist als all die von Robotofu. Nun hat er eine letzte Bitte. Wirst du ihn und Stella mit an Bord nehmen und dabei helfen, jene zu vereinen, deren Liebe unter einem schlechten Stern zu stehen scheint? Ja, klar. Entweder ist das jetzt ein Riesenplan, um uns zu töten. Gut. Wir schauen mal. So. Sie hat Essen bekommen. Ist immer noch wahnsinnig. Wir sind hungrig. Das geht aber noch. Hier haben wir uns entschieden. Hier produzieren wir die Sockenpuppe. Nächster Tag. Tag beenden. Schauen wir mal. Ist die Runde jetzt vorbei? Okay. Das wird Stella sein. Und das ist Dumbo. Sternlock. Captain. Nun, Captain, du hast heute zwei neue Besatzungsmitglieder gewonnen. Ihr werdet den Planeten alle zusammen bei Tagesanbruch verlassen. Solltest du dich besser auf dieses neue Abenteuer gefasst machen? Megan ist immer noch wahnsinnig. Ja. Und da fliegen wir davon. Haben wir gewonnen.
Alles wäre dann eine sehr, sehr kurze Folge. Gut, 5 Minuten Folge ist vielleicht. Mal gucken, passiert noch was? Wir fliegen zu den Sternen. Und so haben Captain Elmett und seine Besatzungs und sein Besatzungsmitglied Megan Mann Robofu mit neuen Freunden und einem neuen Ziel als Verfechter der Liebe verlassen. Werden sie dabei helfen können, Dumbo und Stella zusammenzubringen? Wird Stella Liebe und Zuneigung wieder entfacht werden? Wie werden ihre gemeinsamen Abenteuer aussehen? Wo werden ihre Reisen sie hinführen? Vielleicht werden wir es nie erfahren, doch genau wie jene neue Reise, doch genau wie jede neue Reise steckt auch diese hier voller Hoffnungen und Chancen. Und eins sollten wir nicht vergessen: Die Liebe überwindet alles. Megan würde es niemals zugeben, aber sie hatte während des Abenteuers die Zeit ihres Lebens. Letztendlich stellte sie ein eigenes Team aus galaktischen Entdeckern zusammen und machte sich ihre Führungsfähigkeiten zunutze, indem sie selbst einer Karas Oh Gott, indem sie selbst zu einer charismatischen Anführerin wurde. Baby Bronco konnte den ultimativen Triumph von Captain Ellis leider nicht mit ihm teilen. Doch die Erinnerung an ihn lebt fort. Die Legende des Riesen mit dem gütigsten aller Herzen schallt durch die Galaxie und formt künftig Generationen von intergalaktischen Abenteurern und Bodybuildern. So, Knips. Obwohl er die Astrobürger-Mission erfolgreich durch Suppenknappereien und anderen Unglücke geführt hat, wollte Elmet noch mehr. Er wollte Wissenschaft. Und so wurde er zum wohl berühmtesten Suppenwissenschaftler überhaupt. Nicht, dass es da viel Konkurrenz gegeben hätte. So, es scheint, als wäre schon Jahrhunderte vergangen, seit drei amateurhafte Astronauten die Umlaufbahn der Erde mit der Aussicht auf den sicheren Untergang verlassen haben. Doch jetzt schauen die beiden mutigen Überlebenden mit neu gewonnenem Optimismus in die Zukunft. Das Ende einer jeden Geschichte führt zum Beginn einer neuen. Ende. Oh, wo sind wir denn hier? Das sieht auch schick aus. Überlebt. Tage überlebt 66. Suppen verzehrt 0, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Erste Hilfekästen verwendet, das kann auch nicht sein. Teile dein Abenteuer. Abenteuer beenden. So. Sockenpuppe. Alleine mal. Knips. Nase kitzelt. So. Fortfahren können wir nicht. Archiv. Was heißt Archiv? Credits. Option neue so. Erfolge. Ich guck mal kurz im Archiv. Tage überlebt. Ach so, insgesamt. Okay. So
durchs Alp geirrt. Verräter entlarvt, was? Meuterreihen überlebt? Mutopia erreicht im Robotofu-Enden ein. Glück der Evakuierung. Erbeutete Suppendosen. Erbeutete Gegenstände. Tage auf Utopia. Robofu, Tage auf Planeten. Gegenstände repariert. Null. Ich habe null Gegenstände repariert. Mies. Okay, Credits, Erfolge. Gucke ich noch in die Erfolge oder nicht? So, hier ein paar Sticker bekommen. Keine Panik. Bastler. Weltraumingenieur. Aus. Wissen geschafft. Weltraumkolonisierung. Okay, zurück. Gut, ich glaube, damit beende ich mal diese Folge hier. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Oder kommen hier noch schöne Credits? Na, ich glaube, hier passiert nicht viel. Nicht weiter springen. Blub, blub, blub. Okay. Hier passiert wirklich nichts. Na gut, dann sage ich tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob ich noch mal eine Runde spielen werde. Mal sehen. Dann werden wir wohl auf irgendeinem anderen Planeten landen. Egal. Tschüss, ciao, bye bye. Bis demnächst.